Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Parapsychologie. Wir befinden uns nach wie vor im, ich sag mal, großen Überthema der außersinnlichen Wahrnehmung, ASW, und hatten dort ja gesagt, wir können die in drei Bereiche gliedern, je nach Zeitpunkt der Eintritt. Da hatten wir bereits behandelt, hier sieht das aus, wenn man in die Vergangenheit schauen kann, die sogenannte Post- oder Retrokognition. Dann gibt es natürlich noch die Variante, die bekannteste ist, in die Zukunft sehen, also Hellsehen oder auch Präkognition. Und ja, ich sag mal, der Blick in die Gegenwart, also zu einem Individuum oder etwas anderen, was aktuell nicht mit den primären Sinnen wahrgenommen werden kann, sprich zum Beispiel mit einer anderen Person, die, ich sag mal, auf der anderen Seite der Welt sitzt, ohne natürlich jetzt, dass wir Internet, Telefonie oder sonst was benutzen. Also das ist quasi dann die außersinnliche Wahrnehmung in engeren Sinne und hat auch ein bisschen was mit Psi zu tun, ein kleiner Fachbegriff, den wir hier kurz anschauen werden, allerdings wirklich nur ein bisschen überfliegen, weil Psi ist ein Begriff, der ein bisschen abstrakt ist, in dem man noch ein bisschen differenzieren sollte. Aber das schauen wir uns heute in Teil 15 hier an. Und Teil 16 und 17 wird so aussehen, dass wir uns dann nochmal ein bisschen intensiver mit zwei wirklich sehr gut dokumentierten Fällen befassen. So, was haben wir also heute zu tun? Wir fangen mit der Beschreibung an, ganz klar, neues Thema. Da müssen wir uns ein bisschen erstmal mit beschäftigen. Dann machen wir ein kleines Experiment. Schauen uns die Kriterien für ASW an. Dann betrachten wir unter Punkt 4 die sinnliche versus die außersinnliche Wahrnehmung. Und fünftens, da tue ich schon ein paar Beispiele anreißen, ein paar kurze, als Überleitung zu den nächsten zwei Vorlesungen, wo wir uns zwei, wie gesagt, sehr gut dokumentierte Beispiele sehr genau anschauen werden. Okay, legen wir los. ASW, ich sage es jetzt immer für die Kurzform, das ist natürlich außersinnliche Wahrnehmung, aber ich denke, ihr lasst mir durchgehen, wenn ich ASW sage, was ich mal aussprechen muss. Um Psi sind Fachbegriffe der Parapsychologie, die in den 1940er Jahren geprägt wurden. Es gibt auch schon ein paar Anfänge, aber erst so in den 1940er Jahren haben sich da, ich sag mal, konkrete Charakteristika herausgebildet. Vorher waren es eher so Ideen. Psi, die sogenannte psychische Kraft, ist am einfachsten, wie man es so beschreiben kann. Der Begriff Psi wurde vom griechischen Wort der Psyche abgeleitet und wird oft als Überbegriff für alle übersinnlichen Fähigkeiten verwendet, wie Hellsehen, Telepathie, Telekinese, Pyrogenese, gibt noch viel mehr, Kryogenese und was weiß ich nicht alles. In der Praxis relevant und evident dokumentiert sind jedoch nur die Fälle von ASW, Post- und Präkognition, weshalb wir uns auf diese Begriffe beschränken möchten. So richtig, die Sache für Telepathie, die Hellsehen und so, das sind ja alles Sachen von ASW mit, beziehungsweise die kleinen Unterkategorien, wenn man so möchte. Aber Telekinese oder Pyrokinese, das sind so Dinge, die sind nie so richtig wirklich bewiesen worden. Also es gibt ein paar Experimente von Telekinese, wo versucht wurde, kleine Sachen zu bewegen. Man konnte in den Molekülmessungen Veränderungen feststellen. Es ist jetzt aber nichts, was so evident ist, dass man sagen könnte, es hätte eine praktische Auswirkung. Also es scheint die Möglichkeit zu geben. Sie ist aber anscheinend so komplex und schwer zu meistern oder so energieaufwendig, dass es in der Praxis nicht bemerkbar wäre, wenn man nicht wirklich sehr, sehr feine Instrumente hat. Sprich, für die Praxis hat es halt leider keine Relevanz. Und damals wurden die Experimente auch nicht so gut dokumentiert. Deswegen schwer zu sagen ist, ob man da auch sauber genug gearbeitet hat, weil das war ja so ein bisschen die Zeit, wo das auch alles, ich sag mal, auch trendy war. Und da wollte man halt gerne auch ein paar Beweise haben. Und manchmal ist man da etwas übereifrig. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das hier wirklich der Fall ist, nur diese Möglichkeit muss man halt in Betracht ziehen. Deswegen lassen wir das weg und beschränken uns hier auf das Wesentliche. Das heißt, wir landen bei der ASW. Das ist jeder Erhalt von Informationen, der nicht über die sinnliche Wahrnehmung, Sehen, Riechen, Hören und so weiter erfolgt ist. Machen wir dazu mal ein kleines Experiment und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und zwar ist das natürlich ein Gedankenexperiment. Bei welcher der folgenden zwei Personenpaare ist es wahrscheinlicher, dass ASW bzw. außersinnliche Kommunikation, also fühlen, was der andere fühlt, merken, dass die andere Person in Schwierigkeiten steckt oder tatsächliche Gedankenübertragung eintritt. Das solltet ihr euch mal kurz überlegen. Ich stelle euch jetzt die zwei Paare vor. Da haben wir Paar A oder Paar 1. Ein Arbeitskollege, der in einem Großraumbüro jeden Arbeitstag eine Arbeitskollegin trifft. Eine Trennwand ist zwischen ihnen so, dass sie bis auf Hallo und Tschüss oft nichts miteinander besprechen.
Beide sind jedoch Fan desselben Sportclubs und haben den identischen Musikgeschmack. Paar B ist ein seit Jahren getrenntes Liebespaar. Die Beziehung hielt nicht, da beide durch ihre Arbeit oft getrennt waren und sich nur selten sahen. Sie hatten kaum gemeinsame Hobbys und Interessen. Doch nach wie vor denken beide oft noch aneinander und die Liebe scheint nicht erloschen. An der Stelle würde ich euch gerne bitten, das Video zu pausieren und darüber nachzudenken, welches von beiden Paaren am ehesten ASW erfahren könnte. Also macht ihr am besten Pause, ich springe natürlich direkt zur Lösung. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Lösung ist Paar B. Die meisten, die sich mit dem Thema bereits befasst haben, werden korrekt Paar B geantwortet haben. Es muss also logischerweise Kriterien geben, an welchen man ASW erkennen und entsprechend Vorhersagen treffen kann. Ansonsten hätte man jetzt bei dieser Fallentscheidung, ist es A oder B, keine Entscheidung treffen können. Oder antworten müssen, wahrscheinlich beides gleich stark. Das heißt, die oftmals fälschlich kritisierte Unüberprüfbarkeit und Übersinnlichkeit ist in Wahrheit eigentlich nur eine bequeme Ausrede, um sich nicht mit dem Thema befassen zu müssen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Es handelt sich hier um ein wissenschaftliches Vorurteil. Wenn ich in der Lage bin, Vorhersagen zu treffen, dann muss das bedeuten, dass ich zumindest unterbewusst eine Abschätzung getroffen habe. Und das heißt, irgendwelche Kriterien müssen vorliegen, die mir die Möglichkeit geben, diese Prognose zu treffen. Und das ist hier in dem Sinne der Fall. Und diese Kriterien, zu denen kommen wir dann. Denn wie wir gerade im Gedankenexperiment festgestellt haben, muss es ja Kriterien geben. Und betrachtet man die Fälle, bei denen ASW berichtet wird, so lässt sich folgende Kriterienliste erstellen. Ich habe die auch bereits nach Priorität, nach Wichtigkeit geordnet. Also das, was als erstes kommt, ist, sagen wir mal, das Eminente und hat den meisten Einfluss, den meisten Impact. Das erste ist die Grundvoraussetzung. Und zwar mindestens ein Betroffener, das heißt der Sender oder der Empfänger, findet ein Ereignis so wichtig, dass er es kommunizieren will, es aber auf die herkömmliche, also die sinnliche Weise, wie sprechen, nicht mitteilen kann, da zwischen Sender und Empfänger irgendeine Art Barriere ist, zum Beispiel eine große Distanz, keine Ahnung, abgeschieden, kein Mobilfunknetz oder was auch immer vorhanden. Aber das dringende emotionale Bedürfnis mit dem zukünftigen Sender, sage ich mal, dieses Erlebnis teilen zu müssen, teilen zu wollen. Zweitens, die sogenannte emotionale Kohäsion. Das heißt, eine starke emotionale Kohäsion, ein starker Zusammenhalt zwischen Menschen begünstigt ASW, besonders bei gemeinsamer Kooperation. Zum Beispiel ein sich liebendes Paar, besonders beim Phänomen des letzten Abschieds. Das heißt, umso stärker der emotionale Zusammenhalt, die emotionale Kohäsion ist, desto wahrscheinlicher tritt ASW ein. Daher ist auch die Sache, das Liebespaar, was wir gerade hier geantwortet haben, unser Gedankenexperiment, dass das halt die höhere Priorität sozusagen hat, statt die zwei Leute, die sich zwar jeden Tag sehen und deswegen, ich sag mal, sinnliche Kommunikation häufiger haben werden, aber halt kein starkes emotionales Bedürfnis spüren werden, irgendwelche intimen Details miteinander zu teilen. Drittens, demokratische Gruppe. In demokratischen Gruppen bzw. Beziehungen ist die emotionale Kohäsion größer. Heißt automatisch, wenn das zweite gilt, dass ASW in egalitären Gruppen häufiger auftritt als in autoritären Gruppen. Ergibt an sich ja auch Sinn, autoritäre Gruppe, das ist eher, man fügt sich, egalitäre Gruppe ist, man beteiligt sich. Wenn man sich beteiligt, dann ist natürlich der emotionale Zusammenhalt und die, sagen wir, Gefühle, die man untereinander hat, an die man den Partner denkt oder an die Gruppenmitglieder denkt, stärker. Viertens, die Zuneigung. Gruppenkohäsion nimmt mit zwischenmenschlicher Anziehung zu. Das heißt, ASW tritt häufiger zwischen Menschen auf, die einander mögen, als zwischen Menschen, die nicht einander mögen. Schließt das allerdings nicht vollkommen aus in dem Sinne. Wenn man sehr emotional jemanden hasst, könnte auch ASW stattfinden. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem positiven Gedanken, Freundschaft, Liebe etc. pp., dass es wahrscheinlicher auftritt. Fünftens, Klassenzugehörigkeit. ASW tritt häufiger zwischen Angehörigen derselben sozialen Klassen als zwischen Angehörigen unterschiedlicher Klassen auf. Ergibt auch Sinn, weil, ich sag mal, ähnliche soziale Klassen haben oft oder
hängen emotional meist stärker miteinander zusammen, haben mehr Kontakt miteinander. Und zudem, sagen wir, empfinden sie auf einer gleichen Ebene. Ich überdramatisiere das jetzt mal ein bisschen. Die wenigsten Politiker, da werden, denke ich, die meisten zustimmen, können wahrscheinlich nicht nachempfinden, wie es den armen Menschen geht, der für, ich sage mal, vergleichsweise wenig Geld eine volle Arbeitswoche und Haushalt, Familie etc. zu bewältigen hat, trifft aber Entscheidungen für diese. Wir haben hier zwei verschiedene Gruppen, Politiker und, ich sag mal, Arbeitnehmer einfach mal. Das sind verschiedene Klassen, wenn man das jetzt mal in unserem System hier so ausdrücken möchte. Und es wird immer sehr viel schwerer sein, dass diese Klassen dieselben Emotionen zum selben Thema haben, einfach weil beide eine ganz andere Sichtweise drauf haben. Sechstens, die Rollenzugehörigkeit. Damit Beziehungen stabil sind, werden unveränderliche bzw. konsistente Rollen etabliert, welche Personen einnehmen. Selbst bei einer Dyade, das ist halt die Beziehung zwischen zwei Menschen, also zwei Freunde gehen einkaufen, sind die Dyade, ein Liebespaar ist eine Dyade, Vater und Sohn führen gerade ein Gespräch, die sind eine Dyade. Das heißt, das sind so Zweiergruppen. Und in allen Sachen, die wir tun, wir Menschen, wir sind einmal der Mensch an sich, das Individuum, aber wir verkörpern verschiedene Rollen. In der Familie kann man zum Beispiel mehrere Rollen halt einnehmen. Man kann der Vater von jemandem sein und gleichzeitig der Mann von einer anderen, was eigentlich auch standardmäßig in den meisten Gesellschaften so sein sollte. Das sind halt verschiedene Rollen. Also die Rolle Vater bietet andere, ich sag mal, Aufgaben, Herausforderungen und auch ein anderes Verhalten als die Rolle Ehemann. Oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Man kann beides theoretisch sein. Man muss aber in diesen beiden Rollen verschiedene Sachen einnehmen. Als Arbeitgeber hat man halt gewisse Verantwortung und muss Leute leiten können. Als Arbeitnehmer muss man sich zumindest in gewissen Maßen fügen können und seine Arbeitsleistung halt auch erbringen. Das sind jetzt noch ein paar Beispiele, aber das ist halt zum Beispiel sehr wichtig. So, wie ich gesagt habe, es gibt halt verschiedene soziale Rollen. Und es gibt einmal die soziologischen Rollen. Das eine ist zum Beispiel, er ist der Vater jener Kinder. Und psychologische Rollen. Zum Beispiel, er ist ein sehr fordernder Vater. Also die soziologische Rolle ist, wie steht Person A auf sozialer Basis, wenn man so möchte, zu Person B. Und die psychologische Rolle ist, wie verhält er sich untereinander. Also wir sehen im Beispiel, er ist sehr fordernder Vater. Dann heißt es nicht, von wem ist er der Vater, sondern man sagt nur, er ist Vater und in dieser Rolle ist er ein sehr fordernder Mensch. Kann durchaus sein, dass er das in einer anderen Rolle nicht ist. Rollen sind auch an sich wichtig, weil Rollen im Gegensatz zu Menschen ersetzt werden können. Wir denken, glaube ich, wir sind uns alle einig, wenn ein Mensch dahin scheidet, da ist er erst einmal nicht mehr da. Damit müssen wir leben. Es gibt vielleicht welche, die ähnlich aussehen, die einen ähnlichen Charakter haben, aber 100% das Gleiche gibt es einfach nicht nochmal. Und trotzdem muss die Gesellschaft funktionieren, auch wenn dieser Mensch fehlt. Und das funktioniert, weil der Mensch dort verschiedene Rollen eingenommen hat und diese Rollen sind unveränderlich. Ich bleibe jetzt noch ein Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, der wird erwartet, der kommt zur Arbeit, der macht seine Arbeit, der geht auch irgendwann wieder und der kriegt dafür irgendeine Entlohnung. Das ist eine Rolle. Natürlich gibt es verschiedene Jobs, die verschiedene Rollen sind und dann halt verschiedene Anforderungen bieten. Aber den Herrn Meier, der verstorben ist, kann der Chef unmöglich ersetzen. Auch wenn er einen anderen Herr Meier einstellt, ist das nicht zwingend dieselbe Person. Mit Garantie nicht. Aber die Rolle, ich brauche jemanden, der, was weiß ich, Herr Meier ist vielleicht kaufmännischer Angestellter gewesen, ich brauche einen neuen kaufmännischen Angestellten. Das ist eine Rolle. Und die Anforderungen dieser Rolle, keine Ahnung, muss telefonieren können, muss rechnen können, Kundenfreundlichkeit, Pünktlichkeit und so weiter. Diese Rollenanforderungen, die erfüllen halt einige Menschen und kommen damit in Frage. Und deswegen haben wir Rollen teilweise auch sehr unbewusst etabliert und sind auch sehr wichtig. Personen können auch mehrere Rollen annehmen. Zum Beispiel ist die Rolle der Mutter in einer Familie auch natürlich oft die Ehefrau. Und diese Ehefrau, die ist vielleicht auch noch Hausfrau als Rolle oder sie ist angestellt und ist damit Arbeiterin oder sie leitet ein Unternehmen, dann ist sie wahrscheinlich Arbeitgeberin und natürlich auch Unternehmerin. Das sind halt diverse Rollen. Wir alle haben mehr als eine Rolle normalerweise, die wir ausfüllen und ja, gewisse Anforderungen werden an diese Rollen gestellt, die wir dann auch entsprechend etablieren müssen.
ASW wird sowohl mit der soziologischen als auch mit der psychologischen Rolle im Einklang sein, die der Handelnde, also der Sender, in Bezug auf den Wahrnehmenden, den Empfänger, spielt oder gespielt hat. Anders ausgedrückt. Wenn Sender und Empfänger ein Rollenmodell etabliert haben, also zu quasi zwei Rollen sind, die sich ähneln oder aber die zusammenhängen, wird ASW wahrscheinlicher. Das heißt, mal anders ausgedrückt, zwei Väter untereinander, auch wenn die jetzt nicht zwingend die Freunde sind, haben dieselbe Rolle und werden am ehesten, sage ich mal, ASW dann noch ausbilden können. Das ist halt ein positiver Faktor. Aber auch Sohn zu Vater als Beispiel, auch wenn es ein anderer Vater oder ein anderer Sohn ist, ist eine soziologische Rolle, die der Sender kennt und die der Empfänger dann auch kennt und die miteinander zusammenhängen, und das fördert auch ASW. Ihr seht allerdings, dass es an Position 6 ist, also von der Position eher niedrig. Das ist also kein bestimmter, sondern eher eine Art ergänzender Faktor. Dieser Faktor alleine wird nicht reichen, das ist auch natürlich klar, weil ansonsten hätten wir permanent ASW, weil es gibt natürlich auf der Erde haufenweise Väter, Kinder, Mütter etc. Es gibt sehr diese, das sind sehr große Rollen in dem Sinne, die sehr viele Menschen einnehmen. Aber zwischen denen ist nicht permanent ASW. Siebtens, die Stabilitätsbedrohung. Das ist ein sehr interessanter Fakt, den ich mit sehr großer Spannung gelesen, recherchiert und bedacht habe, weil er kann auch herhalten als zumindest Teilerklärung, warum Spuk auftritt, wenn Umbauten stattfinden. Und zwar, wenn wir bedenken oder uns vorstellen, dass, sagen wir, Entitäten, Geister etc., dass das alles Bewusstseins oder Wesen mit Bewusstsein sind, jetzt zumindest die Denkenden davon, die Emotionalen, dann haben die natürlich auch Rollen, bildende Gruppen, haben Zusammenhalt, eine Kohäsion und so weiter. Und bei der Stabilitätsbedrohung ist es so, dass ASW wahrscheinlicher wird, wenn die Stabilität einer Beziehung bedroht und Kommunikation zu ihrem Erhalt notwendig ist, die sensorischen Kommunikationsmethoden jedoch blockiert sind. Also wenn eine Gruppe gefährdet ist und man kann und die soll gerettet werden, man will die retten und sie kann nicht erreicht werden mit normaler Kommunikation, begünstigt das ASW. Und wenn man sich jetzt mal ein Stückchen weiter denkt, auch wenn das jetzt ein bisschen vorgreift zum Thema Spuk, wenn wir jetzt sagen, ein Gebäude wird renoviert, und das heißt ja auch oftmals bei Renovierungsarbeiten etc., kann es sein, dass Spuk auftritt. Fragt man sich, warum wird Spuk frei? Wenn es ein unintelligenter Spuk ist, kann man auf die Energiethese zurückgreifen und sagen, jo, in den Materialien ist Energie gespeichert, jetzt kommen da Bauarbeiten, die reißen die Materialien ab und setzen dabei die Energie frei, und das ist dann quasi der Spuk. Ist eine Erklärung. Aber wenn es intelligent ist, dann wird das nicht so gut funktionieren, der Spuk. Dann wäre es eher so, als wenn das Gebäude, ich sag mal, selbst von Entitäten beseelt wäre. Ich nenne es jetzt mal beseelt, weil einen besseren Griff haben wir nicht. Frequentiert wäre der Fachbegriff. Klingt aber hier in dem Fall ein bisschen komisch. Und jetzt muss man sich vorstellen, oder wir müssen das auf unsere Ebene mal bringen. Stellen wir vor, wir wären Geister und bewohnen alle ein Gebäude. Und jetzt kommt irgendjemand und möchte dieses Gebäude zerstören. Egal wie gut wir uns untereinander verstehen, aber wir sind, haben alle dasselbe Interesse, unser Gebäude soll erhalten werden. Das heißt, unsere Gruppe ist dann Bewohner des Gebäudes. Und diese Gruppe wird durch, ich sag mal, Bauarbeiter in dem Fall, gefährdet. Dann kommt hier die Stabilitätsbedrohung eigentlich zum Tragen und wir können nicht auf sensorische Weise mit ihnen kommunizieren, also müssen wir auf ASW zurückgreifen. Und das kann halt dann der Spuk sein, den wir erleben. Wir erscheinen, wir hören, wir sprechen, was sie vielleicht als Stimmen wahrnehmen. Das heißt, diese Stabilitätsbedrohung innerhalb der ASW wurde zwar grundsätzlich nie für Erläuterungen zu Spuk oder so gedacht, denk mal aber einen Schritt weiter, könnte das eine der Erklärungen sein für intelligenten Spuk, zumindest wenn es darum geht, dass irgendeine Gruppe bedroht wird. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die ich, wie gesagt, interessiert gelesen und dann ein bisschen ausgearbeitet habe. Ihr könnt euch ja mal selbst das Gedankenexperiment, was ich gerade so ein bisschen vorgestellt habe, nochmal für euch durchdenken. Ist eigentlich wirklich relativ nachvollziehbar, finde ich persönlich. Okay, jetzt aber genug zum Ausblick Spuk. Wir wollen heute ASW im Ziel machen, hauptsächlich eigentlich ASW im engeren Sinne. Und kommen jetzt zum letzten, der achtens Kommunikationsreaktion. Laut dem Psychologen Robert Fred Bales
gibt es vier Kategorien der Reaktion auf Kommunikation, von denen drei eine Beziehung fördern. Da haben wir zuerst die sozioemotional-positiven Reaktionen. Die sind förderlich. Sozioemotional-positiv klingt kompliziert, bedeutet im Prinzip ganz einfach, wir stimmen jemandem zu. Wir sind seiner Meinung, wir denken und fühlen so wie er, wir bestätigen ihn oder sie in ihrem Denken. Das ist eine positive Reaktion. Das schweißt den Menschen auch ein bisschen zusammen, weil standardmäßig fühlt man uns jemand eher verbunden, der ähnlich denkt und empfindet wie wir. B. Antworten und Lösungsversuche. Wir müssen jemandem nicht zwingend zustimmen, aber wenn wir ihm versuchen zu helfen, ihn zu verstehen bei seinen Problemen, seinen Gedanken oder Antworten vielleicht auf Fragen, die er hat, finden und kennen, dann ist das förderlich für unsere Beziehung. Fragen sind ebenfalls normalerweise förderlich. Es geht hier wirklich um Sachfragen in dem Sinne. Wenn wir jemanden was fragen, dann kann er uns sozusagen eine Antwort geben und zeigt, und wir zeigen gleichzeitig, wir fragen ihn. Das heißt, er glaubt, dass ich was kann, dass ich was weiß, er braucht meine Hilfe, er vertraut mir, so ungefähr ist die Richtung und das fördert unser Denken. Das geht jetzt nicht natürlich um Zynismus, ne? Also so abwertende Fragen wie, sag, wo kaufst du eigentlich deine Klamotten, wenn der Zirkus weiterfährt? Das ist natürlich auch eine Frage, ist natürlich aber eine verkleidete Beleidigung. Sowas ist natürlich nicht gemeint, es sind hier natürlich seriöse Fragen gemeint. Und hinderlich sind die sozioemotionalen negativen Reaktionen. Das heißt, das Gegenteil von A im Prinzip, wir stimmen jemandem nicht zu, wir wenden uns ab, wir blockieren oder teilen ihn halt auch wirklich mit, dass wir seiner oder ihre Denke in dem Sinne nicht nachvollziehen können, nicht ebenso empfinden, anderer Meinung sind. Das ist halt negativ, egal wie positiv man es formuliert. So, was hilft uns das jetzt? Ja, Beobachtung und auch die Logik zeigt, ASW vorausgehende verbale Kommunikation fällt häufiger in die Kategorie A bis C als D. Ausgenommen ist bei D, wenn diese hinderliche Reaktion so stark ist, dass die Stabilität gefährdet, dann greift natürlich automatisch Regel Nummer 7, die eine höhere Priorität hat. Und da landen wir quasi gar nicht erst bei der 8, weil wir gehen die ja sozusagen von oben nach unten ab. Natürlich können aber mehrere zutreffen, keine Frage. Und das ist halt so, weil dadurch, dass natürlich hier emotionale Bande gestärkt werden bei A und C, wird eine Art, ich sag mal, Verbindung geschaffen. Wir verstehen das alles nicht, wir wissen nicht, wie das funktioniert, aber es wurde halt durch Experimente, Beobachtungen, Fälle und Dokumentation bewiesen, dass halt alles, was irgendwie die emotionalen Bande zwischen Menschen stärkt, eine Förderung von ASW zur Folge hat. Jetzt schauen wir mal bei viertens die sinnliche versus die außersinnliche Wahrnehmung. Denn oftmals wird die Frage gestellt, wie die Wahrnehmung von außersinnlichen Sachverhalten überhaupt in das Bewusstsein übergehen soll. Also wie geht das, dass der Sender irgendwas empfindet, eine Emotion oder einen Gedanken hat, den er gerne mitteilen möchte, es aber auf sinnliche Weise nicht kann, auf einmal beim Empfänger landet. Der Weg dazwischen ist unbekannt. Wir wissen, das funktioniert. Wir wissen, dass der Sender Sachen senden will und Empfänger empfangen wird. Wir wissen aber nicht, wie kommen wir von A nach B. Die gleiche Frage lässt sich allerdings auch für die sinnliche Wahrnehmung stellen. Das wird, ist uns meist noch nicht sehr bewusst, weil wir, ich sag mal, im Groben und Ganzen akzeptieren, dass wir es nicht verstehen, weil wir es halt dauernd machen. Es funktioniert. Das ist der Sinn. Ich zeige euch das gleich mal ein bisschen genauer auf. Jetzt anhand nur von so einem Satz ist es ein bisschen schwer. Und dazu wurden aber folgende Studien durchgeführt. Nur mal schon mal so eine kleine Auflistung. E.M. Weyer, A Unit Concept of Consciousness. Von Arthur S. Eddington, Science and the Unseen World. René Vaucollier, Mind to Mind. John Beloff, Trying to Make Sense Out of the Paranormal. J.B. Ryan, On Parapsychology and the Nature of Man. Stuart Holroyd, Psi and the Consciousness Explosion. Und last but not least, E.W. Sinnett, The Bridge of Life. Gibt bestimmt auch noch mehr, das sind die, die ich jetzt kenne, aber sehr spannend.
Die Summe dieser vorgenannten Arbeiten ist sehr spannend, denn die Autoren zeigen allesamt auf, dass die Lücke zwischen sinnlicher Wahrnehmung zu Bewusstsein und außersinnlicher Wahrnehmung gleich groß ist und folgern daraus, dass die Lücke in der sinnlichen Wahrnehmung akzeptiert wird, weil diese ständig stattfindet. Während die ASW selten stattfindet und wir somit nicht an diese gewöhnt sind, es ist also quasi einfach nur die sinnliche Wahrnehmung überwiegt die außersinnliche und deswegen ja, sind wir die nicht gewohnt und empfinden sie als fremdartig und unverständlich. Der Weg, wie ein Reiz, den wir sinnlich wahrnehmen, im Gehirn verarbeitet wird, um uns bewusst zu werden, also um unser Bewusstsein zu gelangen, ist genauso unbekannt wie ein außersinnlich wahrgenommener Reiz. Ich zeige euch das mal kurz schematisch ein bisschen auf. Wir fangen mal links mit der sinnlichen Wahrnehmung an. Die wir, ich sag mal, glauben zu kennen, weil es ja jetzt ständig passiert. Wir haben da irgendeinen Reiz. Der wird von uns mit den Sinnesorganen aufgenommen und kommt zu Nervenzellen, die führen eine Signalkaskade aus. Das ist ein sehr komplexer, komplizierter Prozess, elektrochemisch. Also es werden Botenstoffe ausgesandt, es werden elektrische Impulse durch den Körper geleitet, es werden Hormone dabei ausgeschüttet, die gewisse Reaktionen hervorrufen. Das ist sehr, sehr gut erforscht alles tatsächlich, aber sehr komplex. Darüber kann man locker ja, Dutzende Vorlesungen halten. Ich glaube, es gibt auch Dutzende Vorlesungen. Alleine davon, wie eine Berührung, die wir als ja, wahrnehmen, einfach mit unseren Tastsinn, wie über die ganzen Tastsinneszellen dann die verschiedenen Reize und Botenstoffe über Nervenbahnen geleitet werden zum Gehirn und verarbeitet. Und das ist ewig lang. Das ist, glaube ich, sogar auch ein eigenes biologisches Studienfeld. Durch die Signalkaskade kommen wir auf jeden Fall von ja, den wahrgenommenen Reiz. Die kommen dann ins Gehirn auf, sagen wir, diese Signalkaskade. Und jetzt passiert ein Phänomen. Wir wissen nämlich nicht, was passiert. Und auf einmal haben wir eine Wahrnehmung und eine Bewusstwerdung. Also wir wissen ganz genau, wenn ich jetzt mit dem Stift hier in die Hand piekse, den ich gerade vor mir habe, dann spüre ich das. Blitzschnell reagiert mein Körper über Nervenzellen mit der Signalkaskade, leitet mein Gehirn diesen Reiz weiter. Das Gehirn verarbeitet den dann irgendwie und ich habe das und ich fange an zu fühlen. Ich fühle die Berührung von dem Stift. Nur dieses von, keine Ahnung, der Reiz wird auf elektrochemische Weise zum Gehirn transportiert. Das ist bekannt. Nur was das Gehirn damit macht und wie es das macht, dass ich auf einmal es auch wirklich spüre, das ist komplett unbekannt. Nur diese Lücke, die akzeptieren wir, weil wir wissen halt, dass es passiert. Wir empfinden das den ganzen Tag. Wir sehen permanent, wir hören permanent. Das Problem heutzutage ist ja sogar, wir sehen und hören viel zu viel. Wir werden mit Reizen diversester Art permanent überschüttet, sogar zu viele. Aber unser Gehirn verarbeitet das alles irgendwie. Wir nehmen das alles wahr. Vieles davon kommt gar nicht erst ins Bewusstsein. Das wissen viele auch nicht. 98% sind unterbewusst. Das ist ganz klar. Während ich hier diese Vorlesung halte, muss ich mich nicht darauf konzentrieren, dass ich atme oder wie ich meine Muskeln kontrahieren muss, damit meine Stimmbänder ja, Töne erzeugen und meine Lippen formen muss, damit der Ton der Buchstabe oder das Geräusch ist, was ich hier zu erzeugen versuche, damit ihr versteht, was ich euch mitteilen möchte. Das passiert alles im Unterbewusstsein. Die Bewusstwerdung, die Wahrnehmung ist relativ gering. Aber wie gesagt, die Lücke wird halt von uns akzeptiert, weil wir wissen, es ist richtig. Wir wissen, es muss irgendwie so sein. Die Wissenschaft hat bewiesen, es kommt ein Reiz, der bis zum Gehirn irgendwie verarbeitet wird und dann nehmen wir da was wahr. Das heißt, die Praxis hat bewiesen, es muss funktionieren, sonst würden wir es nicht permanent alle erleben. Bei ASW ist das, ich sag mal, ähnlich. Das ist auch natürlich am Anfang ein Reiz. Dann kommt im Prinzip diese ganze Sache, die wir hier links haben: Nervenzelle, Signalkaskade, Gehirn, irgendwas, Wahrnehmung, Bewusstwerdung beim Sender. Der Sender nimmt irgendeinen Reiz wahr, hat daraufhin eine Wahrnehmung, eine Bewusstwerdung, eine Emotion, hat Gedanken. Jetzt geht das aber einen Schritt weiter. Jetzt passiert auch irgendwas, was wir nicht kennen. Und auf einmal haben wir eine Wahrnehmung, Bewusstwerdung als Empfänger. Also irgendwie in beiden Fällen passiert Folgendes. Der ja, Empfänger in dem Fall erhält irgendwie Informationen, die im Gehirn verarbeitet werden und dann zur Wahrnehmung führen. Das bleibt bei beiden Fällen identisch.
Wenn jetzt also einer sagen würde, ich habe, keine Ahnung, irgendeinen Sinneseindruck, ein Gefühl, eine Emotion, vielleicht kennt das auch jeder, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, ist per Experiment auch bewiesen, man kann das tatsächlich fühlen, man weiß aber auch halt nicht wie, wäre im Prinzip sogar ASW, bis irgendwelche Sinneszellen entdeckt werden, die, ja, keine Ahnung, beobachtet werden, ja, chemisch erlebbar machen in dem Sinne. Aber das wäre quasi dasselbe. Also wir wissen hier, in den beiden Fällen kennen wir den Anfang und kennen das Ende, aber der Weg dazwischen ist lückenhaft. Die gesamte Wahrnehmung, sowohl die sinnliche als auch die außersinnliche, kann symbolisch anhand eines Raumes beschrieben werden, damit wir uns das vielleicht mal ein bisschen besser vorstellen können, warum ja wir die außersinnliche nicht akzeptieren, die sinnliche aber schon. Das Bewusstsein gleicht den Raum, das ist unser Würfelchen hier. In dem Raum dringen durch die Wände regelmäßig sinnlich wahrgenommene Reize. Das sind hier die Sternchen. Wir wissen jedoch noch nicht, wie diese durch die Wand gelangen, also wie sie im Gehirn von einem elektrochemischen Reiz zu einer Emotion oder einem Gedanken werden. Wir können das jedoch akzeptieren, da es häufig passiert und daher richtig sein muss, auch wenn wir es nicht verstehen, hatte ich ja schon gesagt. In vergleichsweise seltenen Fällen jedoch dringt auch etwas Außersinnliches durch die Decke, hier als Mond dargestellt. Auch hier wissen wir nicht, wie dies durch die Wand oder Decke gelangt, es ist einfach halt da. Allerdings können wir das hier nicht akzeptieren, da es aus unserer Perspektive selten passiert und daher nicht richtig sein kann, sonst würde es ja permanent passieren, nicht wahr? Es handelt sich hier also um eine subjektive Einstufung aufgrund von Erfahrung. Daher ist ASW für echte Medien leicht zu akzeptieren, da diese für sie regelmäßig passiert. Wenn wir uns also mal in die Rolle versetzen von einem Medium, oder von einem echten Medium wohlgemerkt, ja, die also die ganze Zeit auch irgendwelche Eindrücke bekommen, sei es von Zukunft, Gegenwart, von Entitäten, dann ist das für die so, als würden wir ganz normal etwas sehen oder hören. Für sie ist es halt in dem Sinne dann nicht außersinnlich. Weil es passiert ständig. Natürlich ist es nach wie vor außersinnlich, weil sie es halt nicht mit unseren Standardsinnen wahrnehmen, sondern irgendwie anders. Aber das ist die Überlegung, die wir uns geben müssen, wenn wir versuchen wollen, das alles zu verstehen. Der Unterschied zwischen sinnlicher und außersinnlicher ist eigentlich nur, dass wir die außersinnliche einfach nicht akzeptieren, weil sie eher selten vorkommt und sie deswegen noch deutlich unverstandener als die sinnliche ist. Kommen wir zu den Beispielen. Es gibt haufenweise Beispiele für ausländische Wahrnehmung zwischen lebenden Personen. Die Sache ist die, ich habe die bisher in meinen Akten allerdings nur selten dokumentiert, weil vor allem als ich angefangen habe, hatte ich natürlich einen persönlichen Bezug, ging dann sehr schnell über zu Spuk. ASW war eigentlich nie so das Thema gewesen, bis ich in den letzten Jahren bemerkt habe, das ist alles gar nicht so Verschiedenes, sondern das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und angefangen habe, die Kladistik zu etablieren und das bemerkt habe. Deswegen habe ich leider nicht allzu viele hier in meinen Dokumenten, aber derjenige, der sich damit befasst, wird relativ schnell einige Sachen finden können, auch wenn ich die richtig tollen, die ich so mal gelesen habe, leider nicht wiedergefunden habe spontan. Gab zum Beispiel Ehepaar, das sollte Zeichnungen machen. Die waren dann teilweise identisch geworden und so weiter. Aber ich stelle mal so ein bisschen hier ein paar kleinere vor, die ich noch weiß. So gab es zum Beispiel ein Experiment, wo ein Ehepaar über Monate hinweg immer wieder mit Zustimmung getrennt wurde und Partner A sich auf ein Motiv konzentrieren und malen sollte. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Ist eigentlich auch mein Liebstes dafür, muss ich gestehen. Partner B, Sender und Empfänger wurden immer wieder gewechselt, hatte die Aufgabe zu zeichnen, was ihm in den Sinn kam. Nach einigen Tagen wurden ähnliche Bilder produziert. In einem anderen Fall ging es um Rosalind Heywood, die eine ehemalige Krankenschwester in Wimbledon in Großbritannien war. Sie erhielt immer wieder mediale Aufforderungen, die sie als Befehle wahrnahm. Sie hat das ein bisschen kompliziert beschrieben. Sie meinte, sie hätte da eine Entität, eine höhere Macht, die ihr immer wieder Befehle erteilen würde. Sie nannte das Befehle, waren aber an sich gar keine, sondern ich sage mal Handlungsanweisungen, aber sie war frei im Willen, ob sie diese befolgen konnte, musste oder nicht. Sie konnte die Entscheidung treffen. Sie erfüllte diese, da sie mit der Zeit bemerkte, dass eine Erfüllung mit positiven Konsequenzen einherging. Nichterfüllung führte jedoch nicht zu negativen Konsequenzen, sondern nur von Ausbleiben der Guten.
Ihr Mann war ein schlanker, energiegeladener Mensch mit ausgezeichneter Gesundheit, der in London arbeitete und täglich pendelte. Ist auch ein Stückchen London und Wimbledon. Eines Tages erhielt sie den Befehl, wie sie sagte, sie solle um 15 Uhr zur 1,5 Kilometer entfernten U-Bahn-Station gehen. Dafür ließ sie sich dringend den PKW der Nachbarin und fuhr zu der Station. Dort traf sie ihren Mann, der sich die Stufen hinaufquälte. Das hatte sie verwundert, denn normalerweise fuhr er mit dem PKW nach Hause und das auch erst später. Sie half ihn ins Auto und fuhr ihn eilig ins Krankenhaus. Ihr Mann hatte auf Arbeit einen Herzinfarkt erlitten gehabt und war so überrascht gewesen, dass ihm irgendwie nichts Besseres einfiel, als das Auto stehen zu lassen und mit der Bahn nach Hause zu fahren. Also er kam auch nicht auf die Idee, Krankenwagen oder so zu rufen. Er ist einfach mit der Bahn nach Hause gefahren. Der behandelnde Arzt bestätigte, dass, wäre der Mann nur eine einzige Stunde später eingeliefert worden, was ohne die Eingebung bzw. den Befehl eingetreten wäre, wahrscheinlich gestorben wäre. So jedoch konnte er behandelt werden und erholte sich rasch. Ja, in den folgenden zwei Vorlesungen werden wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, uns im Detail zwei besondere Fälle anschauen, die gut dokumentiert und recherchiert sind und wo der Sender bereits verstorben war, also ja noch eine deutlich spannendere Komponente hinzugibt, die einen möglichen Betrug, sag ich mal, erschweren. Und das werden wir in zwei einzelnen Vorlesungen, wie gesagt, machen, weil die Fälle wirklich so groß sind und ich sie auch gerne schön im Detail darstellen möchte. Ich hatte ja auch mal gefragt, wie sieht's denn aus? Würden euch auch, ja, ich sag mal, Einzelberichte in dem Sinne interessieren? Natürlich jetzt hier in dem Fall wollte ich es jetzt nicht breit auswälzen, weil halt auch nicht viel mehr dokumentiert war als das. Aber es gibt halt, wie gesagt, ein paar Fälle, die sind halt umfangreicher. Und wie gesagt, die kommen beim nächsten Mal. Und bis dahin würde ich sagen, freue ich mich natürlich, euch wiederzusehen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr uns natürlich immer ein bisschen unterstützen, indem ihr uns liked, uns abonniert, Facebook etc. PayPal haben wir auch und so weiter. Also alles hilft natürlich und wir sind natürlich für jeden, der schreibt, der abonniert, sehr dankbar. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Mal sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.